endlich röhren sie wieder die Motoren. Herzlich willkommen. Es ist der Saisonauftakt in Oschersleben. Das ADAC GT Masters geht in die 12. Saison. Mit dabei natürlich auch wieder die Rahmenserien TCR Germany und die Formel 4. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele prominente Namen. In der Formel 4 gibt es Enzino Fittipaldi, den Enkel von dem berühmten Emerson Fittipaldi. Dann natürlich David Schumacher, Sohn von Ralf Schumacher. Dann in der TCR Germany hat Max Kruse, der Fußballer von Werder Bremen, sein eigenes Team. Und im GT Masters gibt es auch wieder ganz viele Meister mit dabei. Le Mans-Sieger, DTM-Sieger, alle möglichen Fahrer, die sich hier die Ehre geben auf der Strecke. Hier in Oschersleben geht es, wie gesagt, los. Mehr PS denn je, über 20.000 PS werden hier auf die Strecke gebracht von den 36 Boliden. 8 Marken, Ferrari ist wieder mit dabei, Honda ist mit am Start. Also wir können uns freuen auf ganz viel Power und wir fühlen uns jetzt mal richtig ein. Das ADAC GT Masters nimmt wieder Fahrt auf. Saisonauftakt in der Liga der Supersportwagen. Schauplatz, die Motorsportarena Oschersleben. 2018 wird ein Jahr voller Neuheiten. Zwei neue Marken, Ferrari dürfen wir wieder begrüßen und Honda als Neueinsteiger. Letztendlich haben wir auch viele neue Fahrernamen, die für Qualität bürgen, von Timo Scheider über Timo Bernhard, den Sportwagenweltmeister, der jetzt selbst ins Lenkrad greift. Für Bernhard ist es eine Rückkehr zu alten Zeiten. Ich komme natürlich aus der GT-Zeit, also als ich zu Porsche kam, als Porsche Junior war, ja, die ersten 5 Jahre war ich im GT-Sport fest verankert. Also ich liebe auch diese Kategorie, diese Disziplin. Neben einem DTM-Champion und Le Mans-Gewinner bekommen die Fans und Zuschauer aber noch jede Menge Rennaction geboten. Ein Riesenprogramm an Rennserien, die ADAC TCR Germany, die ADAC Formel 4 als Nachwuchsserie und ganz neu in diesem Jahr den Porsche Carrera Cup. Bei den Tests machte unter anderem ein Lamborghini auf sich aufmerksam. Mirko Bortolotti setzte die Bestzeit und damit ein erstes Ausrufezeichen. Es ist also angerichtet für den Saisonauftakt der Liga der Supersportwagen, dem ADAC GT Masters 2018. Die Fahrer sind ready für die 12. Saison des ADAC GT Masters. Es gibt mehr Power, mehr Sound, mehr Markenhersteller denn je. Und vor allem haben wir ganz prominente Namen mit dabei. Timo Scheider, Timo Bernhard oder Lukas Luhr, um nur einige zu nennen, die das Starterfeld komplett machen. Ein Rekordstarterfeld. So viele Boliden gab es noch nie beim ADAC GT Masters. 20.000 PS werden hier auf die Strecke gebracht und wir freuen uns auf Motorsport pur. Und dann wollen wir sie natürlich von der Leine lassen, die 20.000 PS. Traditionell der Saisonstart in der Motorsportarena Oschersleben, die extremst gut besucht sind. 8 Hersteller kämpfen um den Titel und aus der dritten Startposition geht ein GT Masters Rookie ins Rennen. Timo Scheider, zweifacher DTM-Champion. Sicherlich interessant, mit knapp 40 nochmal ein Rookie zu sein. Mirko Bortolotti im Orange One bei GRT Crasser Racing Lamborghini, der weiß, wie man hier Rennen gewinnt. Und die Jungs, die ganz vorne die Einführungsrunde und ins Rennen starten, das war sicherlich die Überraschung des Rennsamstags. Max Hofer, Philipp Ellis, von der Pole Position aus geht der Phoenix Audi in das 1-Stunden-Rennen hier in Oschersleben. Der erste Versuch, das Rennen in Angriff zu nehmen, schlägt mal fehl, weil es ein Problem an der Callaway Competition Corvette gab. Da musste man reinfahren in die Box und musste nachschauen lassen, eine Benzinpumpe, die sich als fehlerhaft herausstellte, verhakelte die Mission Titelverteidigung für die 1. Der zweite Versuch glückt dann und die Polesetter setzen die Führung auch durch die erste Kurve um und behaupten sich vor dem heranstürmenden Lamborghini Huracan. Danach wird's wild, danach wird's bunt. Bei über 30 Autos kein Wunder. Aber Shelton van der Linde, der Südafrikaner, kommt als Dritter aus der zweiten Kurve heraus. 2 Positionen gut gemacht, verteidigt sich vor dem BMW, vor dem Mercedes. Dahinter Timo Bernhard, der sich verteidigen muss gegen Oscar Tunjo im zweiten Phoenix Audi. Die Wiederholung der Startphase zeigt nochmal gut, wie alle durchkommen aus der Sicht von Indy Dontje. Links dann der Audi, der BMW mit Mikkel Jensen am Steuer in der Startphase, leichter Quersteher. An der Spitze Max Hofer und Mirko Bortolotti, die dem Feld enteilen. Die beiden V10 Mittelmotoraggregate, einmal aus Ingolstadt, einmal aus Italien.
geben ein mörderisches Tempo in der Anfangsphase vor. Einzig Sheldon van der Linde kann da noch irgendwie mitfahren. Dann die große Lücke zum Rest des Feldes. Der BMW aus dem Hause Schnitzer, der Mercedes von Mannfeld der HTP Motorsport und Ferrari, auch da sind wir onboard dabei. Innen rein versucht er am Mercedes von Zackspeed vorbeizugehen. Schöne Onboard-Bilder, die uns zeigen, wie da gefightet wird. Und Sebastian Arsch, der möchte auch gleich fighten, während man bei Lamborghini noch Zeit hat für ein leckeres Eis. An der Spitze das packende Duell und hier das Mercedes-interne Duell zwischen Mannfilter und der Zackspeed-Mannschaft. Dann kam natürlich die große Welle der Boxenstopps. Mercedes eröffnet mit der Mannfilter-Mannschaft in die Dontier der Holländer raus. Maximilian Bug, der Rückkehrer, rein. Philipp Ellis, der wartet auf die Übernahme des führenden Autos des Rennens. Max Hofer, beide kennen sich aus dem Audi Sport TT Cup und haben jetzt den Einstieg in Sachen ADAC GT Masters gewagt. Und dann kommt die Spitze, das komplette Trio auf einmal rein zum Boxenstopp. Wir sehen, dass Bortolotti fast durch die Heckpartie des Phoenix Audis fährt, auf dem Weg runter in Richtung Box. Und auch der Drittplatzierte, das Auto der Van der Linde Brüder von Montablas bei Land Motorsport, fährt vor bei der Box. Fahrerwechsel, 70 Sekunden Zeit zwischen Boxenein- und Boxenausfahrt. Und im Splitscreen sehen Sie schön, wie die beiden nicht nur auf der Strecke, auch in der Box um die Pole Position, um die Führungsposition hier kämpfen. Der Fahrer, der aussteigt, hilft beim Anschnallen. Das ist einfach so gelernt. Der weiß, wie die Handgriffe sitzen müssen, wenn es darum geht, den Gurt richtig einzuschnallen und auch den Funkstecker in die richtige Buchse zu stecken. Sicherheitsnetz noch rein und dann geht die Tür zu und die Teams geben das Zeichen für das Losfahren der Piloten. Getimt für 70 Sekunden zwischen Boxenein- und Boxenausfahrt ist das auch so ein Rannähern an die optimale Zeit. Geht dann zuerst für den Lamborghini wieder auf die Reise. Der steht ein bisschen weiter in der Mitte der Boxengasse, während man bei der Phoenix-Mannschaft noch 2-3 Sekunden länger warten muss. Aber man schafft es vor der krasser Mannschaft, den Audi wieder auf die Reise zu schicken. Van der Linde, da hat Sheldon auf Kelvin gewechselt. Die beiden Brüder bleiben auf 3. Und jetzt gilt es natürlich, aus der Box hinaus bestmöglich die Performance zu liefern. Vielleicht die Chance zu nutzen, der ersten Runde, die Fahrer sind noch kalt, vielleicht Überholmanöver zu setzen. Auf den Tribünen schaut man natürlich gespannt zu, wie 20.000 PS uns eine Stunde bestens unterhalten. Und spannend blieb es auch bis in die Schlussphase hinein. Caldarelli, der übernommen hat von Bortolotti, lässt nichts unversucht, dem Phoenix Audi, der Young Guns, vielleicht noch hier den Sieg abspenstig zu machen. Da war er schon mal ganz knapp daneben, aber entscheidet sich, den Stier vorne zurückzuziehen und hinter dem Ringen herzufahren. Die Schnelle, dreifach links, vielleicht da möglicherweise ein Fehler von Ellis, der den Druck natürlich spürt, nicht nur von Caldarelli, sondern auch von Van der Linde, der auf der dritten Position den Montablast bei Land Audi einrangiert hat. Im hinteren Teil des Feldes raucht es nochmal richtig. Luca Ludwig, der hat Markus Winkelhock im Mücke-Audi so ein bisschen als Bremsklotz genutzt, versucht das Ende Starter zu ihm nochmal außenrum, aber da musste schon früher aufstehen, um da einen Markus Winkelhock aus der Reserve zu kommen. In der Wiederholung gut zu sehen, wie Ludwig einfach einen Tick später auf der Bremse ist und Winkelhock Glück hat. Leichte Carbonteile fliegen davon, Rauchentwicklung, aber die hat sich relativ schnell wieder stabilisiert und Winkelhock kann das Rennen vor Ludwig beenden. BMW vor dem Porsche, während Bortolotti natürlich zuschaut, ob es da nicht irgendwie eine Chance noch gibt, an Max Hofer und Philipp Ellis vorbeizukommen. Aber die Uhr läuft gnadenlos runter und die Chancen, hier in Oschersleben auf der 3,6 Kilometer langen Strecke irgendwie noch den Weg vorbeizufinden, die werden immer weniger. Nichts unversucht bei der RT-Krasser-Mannschaft nochmal innen reinstechen in Kurve 3. Aber da ist Ellis clever, intelligent genug, den Phoenix Audi genau so zu positionieren, dass Ernst Moser am Ende ein ganz breites Grinsen im Gesicht hat. Auftaktsieg für die Youngsters, für Max Hofer und Philipp Ellis
mit dem Phoenix Audi. Der Jubel bei der GRT Grasser Mannschaft ist relativ schnell verraucht. Am Ende gab es nach der technischen Nachkontrolle die Disqualifikation für alle GRT Grasser Lamborghinis, sodass man aufrückt, sowohl bei Montablas bei Land Motorsport als auch beim BMW Team Schnitzer und mit Rang 3 für Timo Scheider in seiner GT Masters Premiere sicherlich auch eine kleine Überraschung gelandet hat. Unvorstellbarer Moment gerade. Wir haben eigentlich im Dezember erst so richtig beschlossen beide, dass wir dieses Programm machen mit dem Phoenix. Wir haben ein paar Testtage und da haben wir schon gemerkt, okay, die Pace ist gut, aber dass alles gleich so beim ersten Event alles so hinhaut, haben wir beide einen guten Job abgeliefert, aber das Team umso mehr. Ich meine, das Team sieht man vielleicht jetzt nicht da oben, aber die arbeiten wahrscheinlich härter sogar als wir Tag und Nacht und ja, das zahlt sich jetzt aus. Und groß auch die Freude bei den Mechanikern. Die erfolgreichen Piloten, Hofer und Ellis in der Mitte, daneben die Van der Linde Brüder, die sich mächtig freuen. ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk mit der Trophäe, der größten Trophäe für die Laufsieger. Ja, und Bortolotti und Caldarelli, die müssen am Ende des Tages ihre Trophäen dann doch nochmal abgeben. Von der Liga der Supersportwagen geht es weiter zur Highspeed-Schule des ADAC. Der Saisonstart der Formel 4 gleich auf Sport 1. Im Rahmen des ADAC GT Masters ist natürlich auch die ADAC Formel 4 am Start. Und wir haben da ganz starke Namen. Wir haben Enzo Fittipaldi, den Enkel von Emerson Fittipaldi, dem zweimaligen Formel 1 Weltmeister. Und wir haben natürlich auch David Schumacher, den Sohn von Ralf Schumacher, mit am Start. Außerdem ist die Formel 4 dieses Jahr näher an der Formel 1 denn je. Denn zwei Rennen werden im Rahmen der Formel 1 am Hockenheimring stattfinden. Und Monisha Kaltenborn, die ehemalige Sauber-Teamchefin, hat ihr eigenes Team mit am Start. Das heißt, hier wird wirklich der Formel-Nachwuchs geschaffen und auf die Strecke gebracht. Und ja, wir freuen uns natürlich auf viel Rennaction von diesen jungen Formelfahrern zu sehen. Jetzt geht's los. Und los geht's, wenn 5 rote Ampeln an der Brücke aus sind. Und damit ist die 2018er ADAC Formel 4 Saison eröffnet. Und Lirim Zendelli, der macht alles richtig. Trifft den Druckpunkt der Kupplung und sprintet als Erster in Richtung Kurve 1. Muss sich gegen Mick Wieshofer ein bisschen verteidigen. Kommt aber dann das komplette Feld sauber durch die erste Ecke. Auf der Gegengerade dann der große Schreckmoment. Aldo Cohn und Leon Köhler drehen sich unabhängig voneinander. Das komplette Feld kann aber ausweichen. Am Ende bleibt einer in der Wiese stecken und ruft das erste Safety Car auf den Plan. Ja, auch Ralf Schumacher macht kurz die Augen zu. Aber gut gegangen, genau wie der Restart für Lirim Zendelli. Sein Schützling setzt sich erneut an die Spitze und eilt dem Feld davon. Da gibt es einen weiteren Versuch, Formel 4-Renner als Rallycross-Boliden umzufunktionieren. Genau wie hier in der Situation. Andreas Estner mit dem Formel 4-Weitwurf in Kurve 1. Und einer der KDC-Piloten, Leonardo Lorandi, setzt seinen Renner in den Kies, was erneut das Safety Car auf den Plan ruft. Nächster Restart, auch der geht an Lirim Zendelli, während dahinter das Feld mächtig am Fighten ist. Rund um Enzo Fittipaldi, Liam Lawson und auch Mick Wieshofer mit Frederik Westi balgen sich da um die Position, die letzte auf dem Podium. Ausgangs der Schikane, wieder einer, der sein Formel 4-Renner im Kies versenkt. Der Van Amersfoort-Pilot läuft das Safety Car erneut auf den Plan, angeschluckt und von den Sportwarten und der Staffel hier aus dem Kies gezogen. Am Ende dann Sieg hinter dem Safety Car für Lirim Zendelli, der vor der 28 dem Us Racing Teamkollege Mick Wieshofer aufs Podium klettert. Platz 3 für die 30, das ist der Neuseeländer Liam Lawson. Und so freut sich am Ende des Tages Lirim Zendelli. Erster Laufsieg 2018. Ja, ist klasse. Also direkt zum Saisonstart einen Sieg einzufahren, direkt 25 Punkte oben an der Tabelle zu stehen. Ist ein mega Gefühl. Und nach dem Test sah es sehr schwierig aus, aber letztendlich hat es geklappt und ich bin froh darüber. David Schumacher in seinem ersten Rennen, bester Rookie insgesamt auf Platz 5. Ich glaube, da darf man zufrieden sein. Dass es jetzt so gut läuft, hätte ich nicht erwartet. So, aber
Ich konnte gut mitfahren. Ich konnte ein, zwei Überholmanöver starten, deswegen ich bin sehr zufrieden. Die Pokale aus den Händen der Offiziellen und da freut man sich natürlich bei Us Racing, Gerhard Unger und Ralf Schumacher. Während die Piloten noch die Dusche genießen, macht man sich aber schon langsam, aber sicher gedanklich auf Lauf 2 bereit. Erneut von der Pole wird es für Lerim Zendeli in diesen zweiten Meisterschaftslauf gehen. Die 44, die müssen wir uns definitiv merken, teilt sich die erste Startreihe mit Enzo Fittipaldi, dem Enkel des ehemaligen Formel 1-Piloten. Erneut 30 Minuten mit Umschalten der Ampel ist das Rennen eröffnet und erneut der Sprint in die erste Ecke, der bestens für Lerim Zendeli umgesetzt wird, trifft erneut den Druckpunkt der Kupplung bestens, kann sich verteidigen gegen Fittipaldi, der verliert sogar einen Platz erneut in der Startphase. Da muss man bei Prema Power sicherlich nochmal nachjustieren. Und einer, der vorhin ganz oben auf dem Podium mitstand, ist jetzt schon draußen, Mick Wieshofer, der von ganz hinten starten musste, weil er in der Qualifikation in den Regen hineingekommen ist, hat jetzt schon das Rad hinten rechts wegstehend und damit aussteigen, Feierabend, das erste Safety Car auf den Plan gerufen. Der Restart erfolgt erneut in gewohnter Manier von Zendeli, muss man fast schon sagen, bestens perfekt. Während es dahinter munter zur Sache geht, gerade Kurve 2, beste Möglichkeiten, Positionsveränderungen vorzunehmen. Ralf Schumacher sieht, wie David sich da von hinten nach vorne schiebt und Position für Position gut macht. Hier parallel, Rad an Rad aus der Kurve raus, lässt man sich den Raum zum Racen. So darf es bitte sein bei den jungen Wilden in der ADAC Formel 4. Linksknick, flat out und schon hat man eine Position gut gemacht. Weiter wird gefightet im Feld der ADAC Formel 4. Ende, Start und Ziel. Der Versuch dann von Frederik Vesti vorbeizugehen an Zendeli, der auf einmal seine Führung hat einbüßen müssen. Und da sehen wir auch warum. Souverän geführt und dann gab es den Flüchtigkeitsfehler. Ausgangs der Schikane auf der Gegengerade. Und da hat er viel Glück, das Auto auf der Strecke zu halten. Aber am Ende kann er sich doch sehr, sehr souverän behaupten vor dem Mann mit Startnummer 2. Erneut zweiter hinten im Feld. Hier Kontakt, Frontflügel geht flöten. Wer profitiert? Der Mann mit der 27. Da geht David Schumacher vorbei, weil einer ganz weit rausfahren muss und der andere seinen Rhythmus verloren hat. Auch das gehört dazu, den Gegner weich zu kochen. Ende, Start und Ziel auf der Bremse. Dann erneut eine Positionsverbesserung der 27. Und genau so geht es auch in die letzte Runde hinein. Für Zendeli, der seinen Vorsprung wieder hat ausbauen können vor Frederik Vesti. Der Mann in Diensten von Amersfoort Racing wird Zweiter hinter dem Us Racing Pilot, der mit 50 Zählern und 2 Laufsiegen an diesem Samstag sicherlich das Maß der Dinge hier in Oschersleben ist. Ja, also 50 Punkte jetzt ist schon cool. Ich hätte mir das Rennen schon einfacher machen können, aber die zwei blöde Ausrutscher da. Ja, ist er halt wieder rangekommen, hatte die Möglichkeit anzugreifen, aber ist alles gut gegangen und hat mir dann immer wieder den Vorsprung wieder aufgebaut und war eigentlich sonst vom Verlauf her relativ sicher. 23 Zähler, sein Vorsprung vor Enzo Fittipaldi und Frederik Vesti und das ist das Bild der Laufsieger von Rennen 2. Mit Tourenwagensport vom Feinsten geht es weiter an diesem Wochenende. ADAC TCR Germany heißt die Devise und mit dabei ist Max Kruse Racing. Max Kruse, der Fußballer, genau, richtig gehört. Denn wir haben hier die perfekte Symbiose zwischen Motorsport und Fußball. Max Kruse hat sein eigenes Team an die Strecke gebracht. Benjamin Leuchter ist sein Fahrer und wie könnte es anders sein bei einem Max Kruse Team? Die Nummer 10 steht vorne auf dem schwarz-goldenen Golf. Also Tourenwagensport vom Feinsten, wir freuen uns drauf. Jetzt geht's los. Benjamin Leuchter auf Anhieb schnell, drittschnellster im Qualifying, am Ende dann aber ein typischer Fall von hätte, wäre, wenn. Das Auto war etwas zu leicht. Es gibt ja ein sogenanntes Mindestgewicht, was das Fahrzeug nach dem Qualifying haben muss. Und da waren wir minimal drunter. Und ja, da muss man einfach sagen, zu Recht zurückversetzt, ja. Es ist kein Zuckerschlecken, bei einem solch prall gefüllten Feld vom Ende in die Jagd gehen zu müssen. Vorne auf der Pole Position Mike Halder im Honda Civic.
Im vergangenen Jahr war er noch mit einem hauseigenen Seat Leon unterwegs. Und er erwischt einen Turbostart, gerät allerdings dann vor der ersten Kurve unter Druck von Florian Thoma. Der Schweizer schiebt sich neben ihn und dann gibt es die Berührung. Beide mit leicht ausbrechendem Heck. Florian Thoma landet im Kiesbett, gräbt sich ein mit seinem Fahrzeug. Der Unterboden sitzt auf. No-Go und damit Safety Car. Florian Thoma scheidet aus und Mike Halder bekommt in der Folge eine Boxendurchfahrtsstrafe. Für diesen Rempler aufgebrummt. Und das wird ihn ans Ende des Feldes dann später zurückwerfen. Nach dem Safety Car der Restart. Und wir sehen, Mike Halder fliegt förmlich der Konkurrenz davon in diesem Honda Civic. Er hat eine Rakete unterm Hintern. Die Konkurrenz bekommt es zu spüren. Harry Protschik, der Vizemeister des Premierenjahres 2016, der Gesamtvierte 2017, auf der zweiten Position. Auch er von Seat gewechselt in einen Opel Astra, der entwickelt, aufgebaut und weiterentwickelt wird von Kistling Motorsport. Hat die Testfahrten hier in Oschersleben dominiert, dort eine sehr prägnante Bestzeit hingelegt. Dieser Opel Astra verfügt über sehr viel Topspeed. Dann das Duell zwischen Antiburi und Dominik Vogel und das endet in der Streckenbegrenzung für Dominik Vogel in seinem Honda Civic. Das Entsetzen ist groß, das Auto ist rundherum massiv angeschlagen. Das bedeutet eine Nachtschicht für die Mechaniker, um diesen Boliden für das Sonntagsrennen wieder fit zu machen. Antiburi bekommt nach dem Rennen für diesen Rempler eine 30-Sekunden-Strafe aufgebrummt, fällt letztendlich zurück in der Wertung auf den 22. Platz und bleibt damit ohne Punkte für Dominik Vogel. Im vergangenen Jahr aufgrund eines Rückenwirbelbruchs außer Gefecht gesetzt. Ein sehr harziger Saisoneinstand. Gott sei Dank ist ihm körperlich nichts passiert. Aber der Frust, der sitzt natürlich tief. Aus meiner Sicht ist Buri zu weit rausgekommen. Ich bin in den reingehalten und er ist praktisch unsicher wieder zurück auf die Strecke gekommen und hat mich direkt abgeräumt. Meine Meinung. Auch sein Bruder Marcel in einem zweiten Honda Civic des Vogel-Teams in Raufereien verwickelt, fällt gegen Ende des Rennens aus, bekommt an diesem ersten Rennwochenende, in dem er dabei ist in der TCR Germany, auch zwei Warnungen für zu aggressives Fahren aufgebrummt. Es wird aggressiv gefahren bei diesem Saisonauftakt. Nach monatelanger Vorbereitung will jeder zeigen, dass er zu den Guten gehört. Mike Halder ist ohne Frage ein Topfahrer, aber die Durchfahrtsstrafe kann er nicht wirklich verstehen. Also ich fand es nicht berechtigt, aus dem einfachen Grund, es war nass. Wir sind zu zweit in die Kurve reingefahren, mir war ganz rechts. Ich habe eingelenkt, zick, ich komme und dann musst du gegenlenken und dann bist du quasi Passagier und wartest. Und da war eben links neben mir das andere Auto. Und Benjamin Leuchter, der werkelt sich vom Ende des Feldes immer weiter nach vorne. Top-10-Platzierungen in Reichweite für den Fahrer von Max Kruse Racing. Er hat das Auto als Fahrer über die Jahre hinweg entscheidend mitentwickelt. Er kennt diesen Boliden Schraube für Schraube. Und er setzt seine Erfahrungen natürlich gewinnbringend um. Sandro Kaibach mit einem Überholmanöver gegen Theo Quacko, gegen den jungen Franzosen. Auch er ein Neuling in dieser Rennserie. Viele Positionsduelle, das ist Top-Tourenwagen-Rennsport vom Allerfeinsten. Vorne wie hinten wird heftig ausgeteilt und eingesteckt. Quacko mit einem Fehler, kurz im Kies. Nico Kankkunen, Teamkollege, Sohn des viermaligen Rallye-Weltmeisters, schiebt sich an ihm vorbei und auch Benjamin Leuchter riecht den Braten. Da ist die Chance, weiter nach vorne zu kommen und Leuchter setzt das dann auch wenig später professionell um und damit fehlt noch eine Position, um in die Top 10 zu kommen. Meisterschaftszähler gibt es hier für die ersten 20 Positionen, aber es geht darum, möglichst viel mitzunehmen. Das geht nicht mehr bei Marcel Vogel, dem jüngeren Bruder von Dominik. Der muss sein Fahrzeug mit einem Reifenschaden in der Schlussphase abstellen. Max Hesse im Kiesbett hat Probleme mit dem Motor, der über Nacht dann komplett gewechselt werden muss. Und auch Alex Morgan streicht frühzeitig die Segel. Der Engländer ohne richtige Motorleistung unterwegs. Am Ende der Sieg für Harry Protschik, diesem Tourenwagen-Urgestein im neuen Opel Astra. Ein Riesentriumph für den Österreicher. Dessen Junior im Team Luke Wankmüller bei seinem TCR Germany Debüt die Rookie-Wertung gewinnt als Renn-Siebter. Ja, sensationell. Neuen Team, alles neu, super. Aber man muss auch sagen, ich habe heute Glück gehabt, weil mit Mike wäre sicher kein Kraut gewachsen.
und trotzdem, das gehört auch dazu und ich freue mich wahnsinnig. Die österreichische Fahne also ganz oben im Wind. Harry Protschik, der Sieger des Saisonauftakts. Der Niederländer Nils Langefeld wird Zweiter vor Luca Engstler aus dem Allgäu. Das ADAC GT Master steht für Markenvielfalt. Und eine Marke, die wieder zurück am Grid ist, ist Ferrari. 488 GT3 hier in seiner vollen Pracht. Luca Ludwig und Dominik Schwager fahren dieses wunderschöne Geschöpf. Und wir freuen uns natürlich, dass eine Marke mehr wieder dabei ist. Honda ist ja auch noch mit am Start, also Markenvielfalt mehr denn je. Über 20.000 PS werden auf die Strecke gebracht. Und wir schauen uns jetzt Ferrari mal genauer an. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass er Ferrari ist und dass er rot ist. Und das ist was ganz Besonderes, auch deshalb, weil wir der einzige Ferrari im Teilnehmerfeld hier sind. Vom Konzept her ist es wieder ein Mittelmotorauto. Wir haben 3,9 Liter V8 Biturbo in dem Auto. Und Leistung, ja, Leistung darf ich nicht sagen. Ich denke mal so um die 550, da hat so jedes Auto circa. Das Auto zeichnet sich aus durch einen extrem guten CW-Wert. Ja, ist sehr flach auf der Strecke. Aerodynamisch ist das Auto extrem gut ausgefeilt und du brauchst auch einen guten Topspeed, ja, um am Ende der Geraden eventuell überholen zu können. Und ich denke, dass das Auto eben einen guten Kompromiss hat aus beidem. Wir Rennfahrer können natürlich auch nicht einparken. Wir können nur vorwärts fahren, nicht rückwärts. Deshalb haben wir hier eine Rückfahrkamera eingebaut. Die soll uns natürlich auf der Rennstrecke helfen, Übersicht zu bewahren, ja, zu gucken, was hinten passiert. Das macht schon stolz, auf so einem Auto zu fahren. Und ich hoffe, dass wir auch erfolgreich damit sind. Ferrari also zurück in der Liga der Supersportwagen. Das zweite Rennen des ADAC GT Masters aus Oschersleben, gleich auf Sport 1. Es ist viel los in Oschersleben, nicht nur auf der Strecke, sondern auch in der Boxengasse. Denn es ist der Saisonauftakt, wie wir alle wissen. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass es gleich losgeht mit dem zweiten Rennen des ADAC GT Masters. 8 Marken, 36 Boliden von 23 Teams, die sich hier die Ehre geben. Also besser kann man sich das gar nicht wünschen. Wir freuen uns auf Motorsport-Action pur. Jetzt geht's los. Lasst die Motoren röhren. Ja, doch vorher müssen wir erstmal schauen, wer von der Pole aus ins Rennen gehen wird. Das ist Christian Engelhardt. Der Huracan-Pilot wird den Platz an der Sonne haben. Daneben Team- und Markenkollege, ebenfalls der Lamborghini Huracan, in dem Fall Andrea Caldarelli. Der Italiener, der gestern mit Platz 2 und der Disqualifikation heute noch eine Rechnung offen hat. Platz 3 geht an den Phoenix Racing Audi von Jake Dennis, der damit, ja, das V10-Konzert da an der Spitze auf jeden Fall mal komplettiert. Mercedes AMG auf Platz 4 mit dem 8-Zylinder von Maximilian Götz. So geht's los. Blick in Richtung Kurve 1 und dann ist hier eröffnet. Die hat's. Eine Stunde, 20.000 PS. Bitteschön, es ist angerichtet und guter Start für die beiden Huracans. Der Audi würde sich gerne in der Mitte durchdrücken, kommt aber nicht wirklich vorbei. Der Ferrari wiederum außenrum auf dem Weg in Richtung Platz 3. Oder hat der Audi doch das bessere Ende für sich, gerade in der Beschleunigungsphase? Weiter hinten TTC zwischen Stippler und Winkelock. Audi internes Duell. Für Stippler war dann im 33er Audi früh Feierabend. Außenrum geht's im Land Audi hier am Auto von Pierre Kaffer vorbei und dann auf dem Weg in die Schnelle dreifach links das Feld. Zweimal Huracan, einmal Audi, Ferrari, zweimal Mercedes. Und so reiht sich das 36-Wagen-starke Feld hier durch die erste Runde hindurch. Schöne Beschleunigungsphase raus in Richtung Schikane. Lance David Arnold im Mercedes mit der 8. Sicherlich die Überraschung der Qualifikation. Da hat man nicht gerechnet, dass die Car Collection Mannschaft hier so einen tollen Job anliefert. Im Kies steht Van der Linde, Kelvin Van der Linde. Nach dem Podium am Samstag, das Kiesbett am Sonntag, Turn in Oversteer. Da war er einfach zu schnell, da war er zu optimistisch. Da ist er ganz alleine für verantwortlich. Bruder Sheldon wird gern wegschauen.
Aber das hilft nicht. Der Wagen steht immer noch im Kies und ist auch frühzeitig raus aus dem Rennen. Wie bereits schon erwähnt, auch der 33er Bolide von Frank Stippler on board. Schauen wir uns nochmal an, wie der Ferrari mit Luca Ludwig am Steuer versucht, da außenrum Position 3 zu übernehmen. Aber in der Beschleunigungsphase dann der Audi von Jack Dennis da anstinken kann. Die Corvette mit dem Versuch, neben dem Mannfilter sich zu bewegen, aber auch da musste man zurückziehen. Restart erfolgt, nachdem Van der Lindes Auto geborgen wurde. Und die Lambos machen da weiter, wo sie aufgehört hatten, mit Führungsarbeit und das im Doppelpack. Schöne Onboard-Bilder, nicht nur von Keilwitz, sondern insgesamt packende, spannende Kämpfe überall. Keilwitz hier im Versuch vorbeizugehen am Auto von Maximilian Hug. Zwei gelbe Mannfilter Mercedes ja im Starterfeld dieses Jahr unterwegs. Und das war eine ganz enge Packung. Das war das Porsche Audi Sandwich. Mathieu Jaminet, der zugucken muss, wie vorne der Ferrari von Ludwig dann endgültig am Audi vorbeigegangen ist. Jack Dennis verliert zunächst eine Position, dann der leichte Rutscher und dass auch Arnold im schwarzen Mercedes von Car Collection vorbeigehen konnte. Jack Dennis musste dann irgendwie komplett das Tempo rausnehmen. Es gab ein Problem am R8 von Phoenix. Nach einem kurzen Reset ging es dann aber munter weiter. Hier geht dann zunächst mal Maximilian Götz und dann auch Frédéric Derwisch mit Mathieu Jaminet im Schlepptau vorbei. Der Porsche-Pilot in weiß-rot mit der 99 macht einen tollen Job hier, genau wie er, genau wie Christian Engelhardt. Totalschaden des Autos am Freitag mehr oder weniger und dann die Pole-Position zum heutigen Tag, die souveräne Führung und Rolf Ineichen, den Sie gerade gesehen haben, der sich bereit macht, dann das Cockpit in der zweiten Hälfte zu übernehmen. Mirko Bortolotti bereits im Tunnelblick, er wird einsteigen. Genau, in den orange-grünen Huracan, der Caldarelli in der Anfangsphase so souverän auf Platz 2 pilotiert hat. Wird es erneut Platz 2, wie bereits am Rennsamstag, in Disqualifikation mal außen vor gelassen. Beim Ausfahren aus der Boxengasse ist das direkte Duell dann gegen den Marken- und Teamkollegen Rolf Ineichen, das, was die Zuschauer 25.000 an diesem Wochenende in Oschers leben, in Atem hält. Ineichen steigt ein, wird angeschnallt von Christian Engelhardt. Und dann heißt es natürlich, versuchen vor der Konkurrenz wieder die Box zu verlassen. Und genau das glückt in dem Moment. Das Glück war bei Callaway Competition nicht an diesem Wochenende Holz. Erneut Probleme, diesmal beim Boxenstopp, ein Reset, die Batterie musste kommen und dann ging es erst weiter für Marvin Kirchhöfer. An der Spitze ging es weiter im Duell um die Spitze natürlich. Ineichen hat den Rhythmus in den ersten Runden nicht wirklich finden können. Bortolotti, der heiß ist, geht schon mal daneben, hat aber die unglückliche Außenbahn, wechselt jetzt die Spur und auf der Bremse drückt er sich gegen den etwas wehrlos wirkenden Rolf Ineichen vorbei, übernimmt die Spitze in orange-grün und zieht damit vom Markenkollegen auf und davon. Die dreifach links, da kann Ineichen ganz kurz nochmal zuschauen, aber er ist irgendwie nicht in dieses Rennen reingekommen. Onboard sehen wir nochmal, wie er erst rechts, dann links versucht vorbeizugehen und auf der Bremse sich dann in die lange Linkskurve sauber daneben setzt. In der Beschleunigungsphase sehen wir ihn bereits schon oben im Rückspiegel. Kirchhöfer nach dem Problem, jetzt on a mission, geht vorbei am BMW mit der 43. Dennis Marshall sitzt da im Schnitzerboliden und muss hier zuschauen, wie sich Kirchhöfer Ende, Start und Ziel sauber in der 1 vorbeischiebt und damit die Position übernimmt. 15 Minuten vor Rennende. Sieht das dann so aus, als würde Bortolotti immer weiter von Ineichen davonfahren. Aber dann kommt Ineichen auf einmal irgendwie seinen Rhythmus und macht da einen tollen Job. Tete-a-tete zwischen der Jakob-Mannschaft um dem Auto mit Startnummer 11. Elia Erhardt, der dort alle Hände voll zu tun hat. Indy Donti kämpft währenddessen gegen Kim-Lewis Schramm. Mercedes intern das Duell, das dann am Ende in einem kleinen Rammstoß endet. Für Schramm das Ende, für Dontier die Durchfahrtsstrafe und damit keine Punkte für die 20 und die 48 im Sonntagsrennen. Das Safety Car, das dadurch auf die Strecke gekommen ist, fängt das Feld nochmal ein und wird am Ende für eine Runde das Rennen nochmal freigeben. Das Duell um den dritten Platz zwischen dem Ferrari und dem Porsche hier im Bild wird also nochmal spannend für rund anderthalb Minuten. Wenn es die Sportwarte rechtzeitig schaffen, den Mercedes von Kim-Lewis Schramm hinter die Leitschiene zu bewegen. Und da sieht es momentan
danach aus. Ja, ganz neue Spannung im ADAC GT Masters. Sehen wir noch eine Runde Rennaction, 20.000 PS. Dürfen die nochmal aufheulen? Oder gibt es das Ende hinter dem Safety Car? Die Spannung steigt auch in der Box bei HB Racing. Schafft es der Ferrari Platz 3 zu verteidigen? Jawohl, grünes Tuch, eine Runde Rennaction gibt es nochmal. Zweimal Huracan, dann blinkt sich der Ferrari am überrundeten Lamborghini vorbei. Auch der Porsche schafft das. Und am Ende wird es ein ganz, ganz knappes Ding. Sogar im Duell um die zweite Position. Bortolotti vorne, der ist durch, gewinnt in Orange-Grün vor Marken- und Teamkollege, vor Rolf Ineichen. Ferrari auf 3, damit ist das ein italienischer Sonntag hier in Oschersleben. Mit Porsche auf 4, Mercedes auf 5 und 6. Glaube ich, ein ganz, ganz toller Auftakt. Und die Freude nicht nur bei Luca Ludwig, sondern auch bei Mirko Bortolotti. Ob des Laufsieges extrem groß. Vierter Laufsieg für Bortolotti in seiner ADAC GT Masters Karriere. Eigentlich ein perfektes Wochenende für uns. Gestern maximal rausgeholt aus dem zweiten Platz. Haben wir keinen Weg vorbeigefunden. Leider dann den Resultat verloren und die Punkte verloren. Heute so zurückgekommen, so stark zurückgekommen mit dem Sieg. Das sind wir sehr zufrieden und sehr stolz. Dürfen mit Sicherheit auch die Ferrari-Piloten mit ihrem Neueinstieg im ADAC GT Masters sein? Ich bin sehr froh. Vor allem freut es mich für das Team. Also die haben einen super Job gemacht. Das Auto läuft tadellos. Man muss natürlich alles auf den Punkt bringen. Ja. Das ist hier keine einfache Geschichte. Also es sind viele gute Teams, viele gute Fahrer. Aber es ist schön, jetzt das Team, glaube ich, hat die letzten paar Jahre eine harte Zeit gehabt. Und für dieses ist es super, so anzufangen. Ein freudestrahlender Gottfried Krasser. Doppelsieg für Lamborghini und Ferrari. Das Podium des ADAC GT Masters Sonntagsrennen. Im Rahmen des ADAC GT Masters hatte natürlich auch die Formel 4 wieder ihren Saisonauftakt hier in Oschersleben. Die Highspeed-Schule des ADAC hat ein Fahrer dominiert. Wir fassen nochmal Lauf 1 und 2 zusammen und blicken auf das dritte Rennen. Ein Auftakt nach Maß für Lerim Zendeli. Zwei Rennen, zwei Siege. Der 18-jährige Bochumer dominierte den Saisonstart der ADAC Formel 4 in Oschersleben. Ja, zwei Siege ist schon echt klasse, vor allem weil es die ersten zwei Rennen der Saison sind. Es waren aber keine einfachen Rennen. Das eine war geprägt von Safety Cars und halbnasser, halbtrockener Strecke mit Tröpfeln und Risiko. Und es war echt hart zu managen. Und das zweite Rennen war eine halbe Stunde lang volle Konzentration, nur Racing. Und da hatte ich dann auch zwei kleine Fehler, die mich fast meinen Sieg gekostet hätten. Aber beides mal alles super gelaufen. Schon früh unterstreicht Zendeli seine Meisterschaftsambitionen. Also das ist jetzt meine dritte Saison und der Fokus liegt nur noch auf P1 in der Meisterschaft. Auch Ralf Schumacher ist mit der Performance seines US-Racing-Teams zufrieden. Ja, ist ein perfekter Einstieg, würde ich sagen. Beide Teamkollegen waren sehr stark im ersten Rennen, erster und zweiter. Ich glaube, maximale Punkte aus heute bis jetzt. Rennen 3 und für Schumacher-Schützling Zendeli ist früher Schluss als geplant. 10 Minuten auf der Uhr, der Kontakt mit Liam Lawson und das Aus für den Gesamtführenden. Bitter. Meine Linie war ganz klar nach rechts. Seine Linie war, weiß ich nicht, hin und her. Hat irgendeine Lücke gesehen, die nicht da war. Schwierig. Hinter dem führenden Oliver Caldwell wird gefightet. Gianluca Petekow räumt Andreas Estner ab. Leon Lorandi wiederum schiebt Petekow ins Kies. Nutznießer sind Enzo Fittipaldi und Chris Wertz, die hinter Laufsieger Caldwell ins Ziel fahren. Es war super heute, besonders nach dem enttäuschenden Qualifying gestern. Ich konnte die Pole Position gut nutzen und hatte einen perfekten Speed im Rennen. Zwei von Amersfoort-Piloten auf 3 und 4, Niklas Grütten, bester Rookie, auf der 5. Und Oliver Caldwell nimmt seinen ersten Pokal der Saison mit nach Großbritannien. Das erste Rennen der ADAC TCR Germany war ja schon mega spannend. Mike Halder eigentlich der Schnellste, dann die blöde Durchfahrtsstrafe und gewonnen hat Procic auf seinem Opel Astra. Letztes Jahr ja noch im Seat unterwegs, da ist er Vizemeister geworden und jetzt erstmal schön ein Ausrufezeichen von Procic auf dem neuen Wagen mit neuem Team. Schön gewonnen den ersten Lauf. Wir sind gespannt, wie das zweite Rennen der TCR Germany ausgeht.
Die ersten 10 der Qualifikation im Reversed Grid in der Aufstellung, das heißt der 10. Platzierte des Qualifyings auf Pole, das ist Petre Fulin. Luca Engstler, Middle East Champion, jüngster TCR-Meister aller Zeiten, Anfang des Jahres ist er das geworden, auf Position 2. Antiburi, der Finne, auf der 3. Startposition, und den muss man sich merken, denn der schießt hinter Petre Fulin im Sonntagsrennen aus dem Windschatten des Vordermannes raus von 3 auf 1 innerhalb von wenigen Metern. Ob das legal war, wir werden es gleich sehen. Fulin 2. vor Luca Engstler, dann schiebt sich das Feld zusammen und es geht rund. Sie halten alle rein wie die Bergarbeiter, als ob es kein Morgen gäbe. Natürlich, am Anfang, wenn das Feld dicht beisammen ist, versucht man möglichst viele Positionen gut zu machen. Vor allem auf einer so engen Rennstrecke, wo man kaum überholen kann. Hier bieten sich noch die besten Chancen. Dementsprechend intensiv wird gerauft. Kai Jordan im Duell mit Harry Protschik, dem Sieger des Saisonauftakts. Und Antiburi, der Finne, macht es sich an der Spitze vorne bequem, fährt einen Vorsprung heraus, kann damit natürlich ohne Druck auf der Ideallinie cruisen. Aber dann diese Situation. Simon Reicher in seinem Audi verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck springt wild herum nach dem Räubern über die Curbs und dann gibt es eine Massenreaktion. Der Domino-Effekt, mehrere Fahrzeuge knallen ineinander, Teile fliegen, liegen auf dem Asphalt verstreut herum. Die Rennleitung hat überhaupt keine andere Wahl. Rote Flaggen, Rennunterbrechung und mehrere Fahrer werden Opfer dieser Situation. Gegenlenken Nummer 1, Gegenlenken Nummer 2, Reicher ist trotzdem chancenlos. Ja, mir ist leider hinten das Heck auf einmal weggekommen und ich habe es im ersten Moment noch gut eingefangen, aber dann so einen Gegenpendler bekommen, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle gebracht habe, und ja, dann ist alles Restliche passiert. Dann ist leider, das ist das, was mich eigentlich ärgert, leider unverschuldet andere dann zu Schaden kommen, und was soll ich jetzt machen? Viele Autos in Mitleidenschaft gezogen, auch der Opel Astra vom Vortagessieger Harry Protschik, aber der geht beim Restart wieder ins Rennen mit Antiburi an der Spitze, aber der bekommt wenig später die unangenehme Mitteilung: Junge, du hast einen Fehlstart hingelegt, bedeutet eine Boxendurchfahrtsstrafe. Hier klar zu sehen, das Zucken des Fahrzeuges vor dem Ausschalten der Ampelanlage, und das heißt innerhalb von 3 Runden abbiegen in die Boxengasse, Speedlimit 60 km/h. Buri damit chancenlos im Kampf um Punkte. Mike Halder, der am Vortag auf der Pole stand, diese Boxendurchfahrtsstrafe auch schon erlebt hat im 2. Rennen des Jahres mit einer sehr, sehr starken Leistung. Petre Fulin hat in der letzten Runde noch geführt, muss die Spitze an Mike Halder abgeben, aber Fulin ist Gaststarter, kann den eingeschriebenen Fahrern eh keine Punkte wegnehmen. Und dahinter Nils Langefeld, Luca Engstler und Florian Thoma, der am Vortag noch im Kiesbett gestrandet war, diesmal auf der 5. Position. In letzter Runde mit Peter noch sehr, sehr guter Fight gehabt und ja, konnte damit meine Führung übernehmen und den ersten Sieg einfahren. Das war ein packender, spannender Saisonauftakt in der TCR Germany. Man darf sich auf die weiteren Rennen im Jahr freuen. Das war ein mega spannender Saisonauftakt hier in Oschersleben beim ADAC GT Masters und den Rahmenserien TCR Germany und der ADAC Formel 4. Wir haben alles Mögliche gesehen, viel Prominenz auf der Strecke und vor allem Rekordbesucherzahlen hier in Oschersleben bei Sonnenschein. Wir freuen uns schon, wenn es in 2 Wochen dann weitergeht in Most, und zwar das erste Mal auf der tschechischen Rennstrecke. Also bis dann im Home of Motorsport.